Willkommen bei Tyranny in der Risswunde, wo ich mir jetzt mal die unterirdische Stadt hier angucken werde. Oh, da gibt es direkt eine Tür. So, nach dem Intro gucken wir, was da drin ist. Erstmal ausplündern. Okay, mit Japos in der Esse sprechen, bevor ich Urteile fälle. Alles klar. There is a certain decaying beauty to it. Do you hear that too? Tiermenschen. Ostromlenk, ein erschöpft wirkender Mann beobachtet dich aus dunklen, eingefallenen Augen und nickt leicht, als du dich näherst. Schicksalsbinder, sei gegrüßt. Er ist zwar ungepflegt und in Lumpen gehüllt, doch er verneigt sich im Stil des nördlichen Stufenadels vor dir. Du bemerkst, dass sein rechter Arm verkümmert und schwach ist. Er scheint ihn nicht bewegen zu können. Rostrum Lenk, Sohn des verstorbenen Rostrum Volus, ich habe dich kurz nach Thununs Ankunft in der Bastardstadt gesehen. Seitdem ist viel Zeit vergangen, was? Er lacht humorlos ob der Erinnerung. Du solltest mit Wedelstab oder Jaspers sprechen, bevor du es dir zu gemütlich machst. Ersterer findest du unten bei den Fällen, letzterer in seiner Esse im Norden der Halle. Tatsächlich interessiert mich der Magier jetzt erstmal. You know, I was just thinking about how what this place really needed was a beastman colony, because someone would absolutely think that. Really, they would. Warum Menschen haben kein Fell? Ja, genau das. Haben wir hier Telesophia. Eine breitschultrige Frau im geschmähten Gewändern
Da frage ich mich, warum ihre Brüder und Schwestern das nicht spüren. Baumelt an den Handgelenken hängend von der Säule in der Nähe. Sie trägt zwar noch die eiserne Brustplatte ihrer Einheit, hat jedoch keinen Helm auf dem Kopf und scheint ihre unerfreuliche Lage erstaunlich gelassen zu sehen. Ein Siedler in der Nähe führt ein freundliches Gespräch mit der Geschmähten. Sie blickt auf ihn hinab und hört ihn mit pflichtbewusster Geduld an. Der letzte Köder hat die Forelle schön an den Haken bekommen, aber dann hat sich der Knoten gelöst und alles ist flussabwärts gerissen worden. Ich habe die Schnur mehrfach gewickelt gehabt, genau wie du gesagt hast. Du flunkerst mich doch nicht an, oder Sophia? Jaspers Bronze sollte stark genug für eine Forelle sein. Es ist unmöglich, dass der Haken in ihrem Maul gebrochen ist. Du hast die Schnur wahrscheinlich nicht oft genug um sich selbst gewickelt. Denk daran, du musst sie mindestens 5-mal wickeln, bevor du die Schlaufe formst und sie abbindest. Um die Schlinge zu erhalten, versuch es einfach. Es wird funktionieren. Und wenn die Fische anbeißen, dann erwarte ich, dass du mir etwas von der Forelle aufhebst. Ah, natürlich, ich probiere es noch einmal mit diesem Knoten. Ein Jammer, dass du nicht einfach diese verdammten Dinger für uns binden kannst. Das würde ich gerne tun, aber du weißt, dass ich euch Verräter zuerst niederstrecken müsste. Dann hätte ich wenigstens alle Fische für mich alleine. Das sagst du jedes Mal, wenn ich vorbeikomme. Danke jedenfalls für den Rat. Ich werde es noch einmal mit dem Licht probieren. Bis zum nächsten Mal, Sophia. Der Siedler wirft herzerflachend den Kopf in den Nacken. Dann gute Jagd. Als der Siedler sich abwendet, bemerkt die gefesselte Soldatin, dass du dich näherst. Schicksalsbinder, ich hatte schon gehört, dass es Neuankömmlinge gibt, aber ich hätte nie mit jemandem von deinem Renommee gerechnet. Sie nickt so gut sie kann. Ich würde von einem Beamten des Gerichts natürlich salutieren, aber ich bin im Augenblick etwas, sagen wir, eingeschränkt. Und, wie bist du an die Säule gekommen? Vor einigen Spannen, nachdem Shern endlich zum Abtrünnigen erklärt worden war, trug der General den Leuten auf, herauszufinden, warum Shern seinen Verstand verloren hat oder seine Loyalität, je nach Sichtweise. Meine Einheit hat Eskorte für die Gruppe von Erdhexen gespielt, die Scherns Reise durch die Sümpfe nachverfolgen wollten. Wir waren auf dem Weg zu den Toren des Urteils und kamen zu einer Felsspalte, die, nun ja, sie weist mit ihrem Kopf nach oben. Eine Frau mittleren Alters geht mit einem geflochtenen Korb vorbei und winkt Telesophia zu. Die geschmähten Soldatin erwidert den Gruß mit einem Nicken. Guten Tag, Eukio. Sie folgt dem vorbeigehenden Siedler mit ihrem Blick und richtet ihre Aufmerksamkeit dann wieder auf dich. Sie sind wirklich reizende Leute, obwohl sie alle Kyros verspottender Abschaum sind, der einen langsam qualvollen Ton verdient hat. Sie zuckt so gut, wie es eben vermag, mit den Schultern. Wo war ich? Wir machten Rast, um den Spalt zu untersuchen und fanden dieses Nest. Diesen Stock, Eindringlinge, die mit Tiermenschen gleichberechtigt leben, eine widerliche Farce. Es gab keine andere Wahl, als sie zu töten. Wir haben gut gekämpft, doch unser Vormarsch zerfiel, als der Feigling Argen seine Arme hob und sich ergab. Er ist aus den Reihen ausgebrochen, wodurch wir verwundbar waren. Wäre ich nicht niedergeschlagen worden, hätte ich ihn selbst hingerichtet. Als ich wieder zu mir kam, hing ich an dieser Wand und tue es noch heute. Raven Ash beschützt die Ägide des Generals, kann uns auch in noch viel widrigeren Umständen am Leben halten. Sie bewegt ihre Schultern in einer groben Annäherung an einen militärischen Salut. Meine Handgelenke sind übel zugerichtet und ich bin schon länger müde und hungrig, als ich mich erinnern kann, aber ich bin weit von der Schwelle des Todes entfernt. Die Siedler geben mir gerade genug zu essen, dass ich überlebe. Sie blickt auf ihre schmutzverkrustete Rüstung hinab. Allerdings stinke ich sicher schlimmer als ein Tiermenschen-Misthaufen. Haben sie in gewisser Weise doch. Die Tierfrauenanführerin des örtlichen Rudels hat befohlen, dass ich aufgehängt werde, bis ich tot bin. Sie hat wohl Ash Ägide nicht verstanden, wer zuletzt lacht. Niemand will die örtlichen Geisterjäger verärgern, deswegen
müssen die Tiermenschen ihren Willen bekommen. Ich hatte reichlich Zeit, mich mit den Einheimischen vertraut zu machen, während ich sterbe. Fast ist es schade, dass sich alle unter Kyros dem Tod geweiht sind. Oh Mann. Geht doch nichts über diesen verblendeten. A forge bound in the old walls seems a nerve-wracking place to work. Jaspos, Meister der Steine. Ein muskulöser Mann steht neben einem Haufen aus zerbrochenen Bodenfliesen und zerschlagenen Felsbrocken. Sein Kopf hat er konzentriert gesenkt. Den Vorschlaghammer hält er fest in beiden Händen. Ohne seinen Blick abzuwenden, streckt er bei deinem Herannahen einen Arm in deine Richtung aus und bedeutet dir zu warten. Dann schwingt er den Vorschlaghammer mit einer geschmeidigen Bewegung in einen präzisen Bogen und schlägt einen großen, grau-grünen Felsbrocken mühelos in zwei. Er lächelt und glucks zufrieden, bevor er sich dir zuwendet, um dich zu begrüßen. Jaspos, Meister der Steine. Ah, Schicksalsbinder. Oder sollte ich sagen, Gouverneur. Das erklärt den ganzen Krawall, der mit Zoren gekommen ist. Seine Stimme ist tief, ein selbstbewusster Bariton, der auch im Freien nichts von seiner Wirkung verliert. Verzeiht meine Unhöflichkeit. Wir Handwerksmeister lassen uns bei Möglichkeiten nicht in unserer Konzentration stören. Alte Angewohnheit, er grinst breit und bedeutet dir näher heranzutreten. Deine Ankunft ist unerwartet, aber Dienern des Gerichts steht meine Esse jederzeit offen. Was kann ich für dich tun? Ich bin Jaspos, Meister der Steine, und diese Siedlung nennt man Bastardwunde. Ich nehme an, dass du nach ihrem Anführer suchst. Zweifelsohne hat dich jemand zu mir geschickt. Dann können wir ja vom Glück sagen, dass du hier bist, Schicksalsbinder. Ich kann dir versichern, dass ich niemals etwas tun oder zu etwas raten würde, das gegen Kyros Willen geht. Die Wunde ist ein komplizierter Ort. Viele sind von mir gekommen und ich habe meinen Teil dazu beigetragen, dass alles seinen korrekten Lauf nimmt. Und wie du sicherlich weißt, ist das nicht immer eine einfache Aufgabe. Hier gibt es noch einen anderen Mann, der bedauerlicherweise einigen Einfluss hat. Wedelstab. Ein Gezeitenwirker, nach dem, was ich gehört habe, möglicherweise der letzte Gezeitenwirker. Er verschränkt die Arme und spannt reflexartig die Muskeln an. Er hat diesen Ort vor einigen Jahren quasi gegründet und ehrlich gesagt ist er für die Entstehung dieser Siedlung verantwortlich, rechtmäßig oder nicht. Wir sind nicht immer einer Meinung, aber ich vertraue darauf, dass seine Entscheidung den Willen des Oberherrn respektierte. Die Konversation wird von einem dumpfen Aufschlag unterbrochen. Ein Essenhelfer versucht hastig und mit zittrigen Händen die Bruchstücke einer fallengelassenen Schüssel aufzuheben. In der Zwischenzeit haben sich in der Nähe mehrere Siedler zusammengefunden, die eure Unterredung beobachten und sich beunruhigt zuflüstern. Vergib ihnen, Schicksalsbinder. Sie sind verständlicherweise besorgt. Wie du weißt, entscheiden deine Worte für diese Leute über Leben und Tod. Die Siedler hier, eigentlich alle von uns, fragen sich,
was wohl deine Absicht für diese Siedlung sind. Ich bin mir sicher, dass du noch viel über die Wunde erfahren möchtest. Frag schon alles, was dir einfällt. Ich weiß, ich sehe nicht danach aus. Die meisten Angehörigen meiner Gilde kauern in der Hitze ihrer Essen und bleiben unter sich. Ich dagegen sehe in meiner Esse vielmehr eine Feuerstelle, deren Wärme für jedermann da ist. Mit einer Routinebewegung löst er einen Lumpen, der um seinen Gürtel gewickelt ist, und wischt dabei feinste Schweißspuren und seiner bereits völlig sauberen Stirn. Ist das wirklich besser? Ich arbeite offensichtlich in der Esse. An einem Ort wie diesem ist das von größter Wichtigkeit. Siehst du diese Brücke? Meine Arbeit. Die Messer und die Waffen, mit denen alle herumlaufen? Aus meiner Esse. Die Nägel, die unsere Behälter zusammenhalten und verhindern, dass unsere Hütten schief werden? Wieder von mir. Am wichtigsten aber ist, dass ich diese Steinsiebe gebaut habe, um das Wasser zu reinigen. Mit offensichtlichem Stolz in seiner Stimme tätschelt er einen der offenen Steinbehälter. Das erste seiner Art und kein Moment zu früh. Als ich hier ankam, waren viele an der Trockenfäule erkrankt. Die Krankheit kommt aus dem Wasser, eine fürchterliche Art zu sterben. Diese Siebe haben alles verändert. Probiert es? Ich fürchte, das sind Handwerksgeheimnisse. Er macht eine dramatische Pause. Außer für Angehörige des Gerichts natürlich. Es geht im Wesentlichen darum, die richtige Kombination aus verzauberten Steinen, pulverisierter Kohle und einigen wenigen Edelsteinen zu finden und sie präzise anzuordnen. Diese Materialien fungieren in diesem Behälter als Sieb. Er deutet auf die Basis eines der Behälter und lenkt deine Aufmerksamkeit auf das Wasser, das aus einer kleinen Öffnung in ein Sammelbecken tropft. Alles, was da herauskommt, hat keine Krankheitskeime mehr. Ja. Ein Filter also. Nun, da dies hier nicht der Ort ist, an dem es jede Menge Edelsteine gibt, musste ich für Ersatz sorgen. Tiermenschenkrallen und Zähne haben, wenn man sie richtig vorbereitet, dieselben Eigenschaften, die ich brauche. Da sie im Laufe der Zeit nachwachsen, fand ich Spender in Person unserer vielen Krieger. Wann immer möglich, benutze ich aber lieber Edelsteine. Ah, und das werde ich dir sagen. Er legt eine Hand auf seinen Gürtel und fährt mit einem Finger über die vielen Hämmer, Meißel und Hacken, die um seine Taille hängen, und stopft bei einem einfachen Steinhammer. Meißel, Steine konzentrieren sich auf die fundamentalen Elemente der Schmiedearbeit. Bevor man Bronze und Eisen herstellen kann, benötigt man große Hitze in einer kontrollierten Umgebung. Man braucht eine Steinesse. Er packt seinen Gürtel mit festem Griff und drückt beim Sprechen leicht die Brust raus. Wenn du mir ein paar Tage gibst, kann ich aus einem Haufen Felsbrocken ordentliche Steinhämmer und Werkzeuge anfertigen. Wenn du mir ein paar Wochen gibst, kann ich mit diesen Werkzeugen eine ordentliche Esse bauen. Und mit dieser Esse kann ich dann alles herstellen, was du willst. Die Arbeit mit Stein ist die reinste Form unseres Handwerks. Wenn die Zivilisation in Asche verwandelt würde, der Meister der Steine wäre derjenige, der sie wieder aufbaut. Wedelstab. Du solltest wissen, dass Wedelstab und ich uns nicht besonders gut verstehen. Er ist alt und in seiner Lebensweise festgefahren. Ich habe es wirklich versucht, glaube mir. Ich habe ihm die Hand gereicht, ihn an mein Feuer für ein Gespräch unter Männern eingeladen, aber er gehört zu denen, die lieber für sich bleiben und ihre Ideen für sich behalten. Er scheint sich auf andere Weise als ich um die Leute zu kümmern. Tatsächlich glaube ich, dass er uns als Störungen ansieht, die man aushalten muss. Das klingt wie Wedelstab, an den ich mich erinnere. Ich bedauere, was du gerade durchmachen musst. Er seufzt laut und schüttelt den Kopf mit einem entnervten Lächeln. Ich gestehe ihm zu, dass er der Wunde hilft, indem er das Wasser mit seiner Magie reinigt. Seine Methoden unterscheiden sich natürlich von meinen. Viel langsamer. Er hält seine Beiträge für viel wertvoller, als sie die Krankheit bekämpfen können. Naja, die Nützlichkeit ist auch nicht abzustreiten, aber ohne die Wassermenge, die meine Steinsiebe reinigen, würde diese Siedlung innerhalb einer Spanne zugrunde gehen.
Letztendlich weigert er sich einfach zu akzeptieren, dass sich seine Rolle geändert hat. Vor mehreren Jahren half er, die Wunde auf den richtigen Weg zu bringen. Aber der Erste zu sein heißt noch lange nicht, dass man zum Führer geeignet ist. Er hasst es, dass sich Leute mir zugewandt haben, und das hat ihn blind für andere Dinge gemacht. Riffkralle. Er hält eine Schüssel mit zerkleinerten Felsstücken hoch und untersucht ihren Inhalt mit zusammengekniffenen Augen, während er spricht. Du hast also davon gehört. Wirklich bedauerlich, was hier widerfahren ist. Riffkralle ist ein Jahr nach mir angekommen. Sie ist wirklich gewaltig, eine der größten Tiermenschen, die ich jemals gesehen habe. Sie sprach nie viel über ihre Vergangenheit, aber wir wussten, dass sie auf der Flucht war. Als sie mit ihren Welpen zufällig auf die Wunde stieß, er zieht ein Fragment aus der Schüssel und bewegt es langsam zwischen seinen Fingern umher. Oh, was auch immer sie geflohen war, es hielt sie nicht davon ab, die Geister zu verschlingen. Sie war ziemlich gut darin, gut genug jedenfalls, um die Tiermenschen anzuführen. Riffkralle hatte aber eine noch viel wichtigere Gabe. Sie konnte andere durch bloße Berührung heilen. Spielte keine Rolle, ob einen ein Geist erwischt hatte oder man auf das eigene Schwert gefallen war. Sie konnte einem die Wunden schließen, worauf man wieder ging, als sei nie etwas geschehen. Ich glaube nicht, dass sie selbst es wusste. Sie hatte ihr Handwerk nicht gelernt und sie hatte nicht mal Erfahrung mit Tiermenschen-Mystik. Was ich hier mache, das kommt nicht von ungefähr. Es ist die Folge jahrelangen, konzentrierten Studiums und absoluter Perfektion. Riffkralle agierte nur instinktgemäß und das gereichte nicht jedermann zum Vorteil. Frustriert den Kopf schüttelnd schnippt er den ungewollten Splitter ins Wasser. Manchmal sind wir ohne solche Wunder besser dran. Die Leute, die Riffkralle heilte, wurden im weiteren Verlauf allmählich krank. Sie konnten nicht mehr schlafen, auch bei Erschöpfung nicht. Das unablässige Wachsein trieb sie in den Wahnsinn. Das Leiden braucht eine Weile, um sich festzusetzen. Das Endergebnis ist aber immer dasselbe. Schlimmer noch ist, dass jene, die mit der Magie in Kontakt kamen, langsam ihre Fähigkeiten verlieren. Als er in Richtung der Äste schaut, erscheint ein schmerzvoller Ausdruck auf seinem Gesicht. Jetzt nennt man sie nur noch die Schlaflosen, aller Lebenskraft und Energie beraubt. Ein schreckliches Ende, Schicksalswinder. Riffkralle konnte sich ihren Fehler nicht stellen und flüchtete wie ein Feigling in die Altmauern. Er umkreist die Plattform und wendet sich dabei ebenso im Vorbeigehen an Vorbeigehende wie an dich. Und wenn ich nur daran denke, dass viele in ihr eine Anführerin sahen, was für eine Anführerin rennt dann im Angesicht von Widrigkeiten sofort weg? Jene von uns, die noch da sind, wir sind diejenigen, von denen Bastardwunde aufrechterhalten wird. Jeden Tag plage ich mich aufs Neue, meine Esse am Laufen zu halten, und die Leute können daran sehen, auf wen sie sich wirklich verlassen können. Heute in der Nähe rufen ihre Unterstützung laut heraus und recken die Fäuste nach oben, was den eisengebundenen Meister ebenfalls mit erhobener Faust quittiert. Falls du es noch nicht bemerkt hast, bei den Tiermenschen, die mit uns leben, handelt es sich nicht um die üblichen Wilden. Irgendwas an diesem Ort stärkt ihre Konzentration, egal ob sie als Arbeiter oder Freiwillige zu uns kommen. Früher oder später sind sie alle auf die Geister fixiert. Ich habe gesehen, wie manche von ihnen unsere Portale stundenlang in sprungbereiter Haltung bewacht haben. Wenn irgendwelche Geister durchkamen, wurden sie sofort von ihnen niedergemacht. Wenn es nicht um Geister geht, sind unsere Tiermenschen aber überhaupt nicht brutal. Merkwürdig, aber begrüßenswert. Tja, er kratzt sich gedankenverloren am Kinn. Ich habe keine Erklärung dafür. Wir haben die Tiermenschen niemals darum gebeten, Wache zu stehen. Diese Aufgaben haben sie sich selbstverständlich übernommen und sich nie darüber beschwert. Manche verlieren wir durch Verletzungen, aber bislang hat ihre Verteidigung funktioniert. Sofort macht sich ein enthusiastisches Lächeln auf seinem Gesicht breit. Es freut mich, dass du es auf diese Weise siehst.
Wir haben hier bislang viel zustande gebracht und ich habe noch größere Pläne. Bastardbunde, dank dir, Schicksalsbinder. Von den Zuhörern hinter dir hörst du aufgeregtes Flüstern, als sie die Neuigkeiten mit sichtbarer Erleichterung aufnehmen. Ein paar Siedler eilen schnell in verschiedene Teile der Siedlung, um die bange Wartenden einzuweihen. Die Wunde könnte dir in Zukunft sehr zum Vorteil gereichen, Schicksalsbinder. Wir haben zwar bislang viel alleine geschafft, aber niemand von deinem Ansehen könnte unsere Entwicklung wirklich fördern. Wenn du etwas Zeit hast, ich habe da eine Angelegenheit, die von deiner Erfahrung profitieren könnte. Wir haben nicht den Luxus, mit den Leuten oben zu handeln. Das würde die falsche Art von Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Stattdessen fertigen wir das an, was wir brauchen, lieber selbst. Ich kann eine Vielzahl an Werkzeugen herstellen, aber alles kann ich auch nicht. Als wir die Essen von Letians Kreuzung bauten, hatte ich Zugriff auf die besten Meißel, Bohrer und Schleifmittel. Als ich mich hier in der Wunde wiederfand, hatte ich nur in meinem Reisewerkzeugsatz bei mir. Ich konnte einige Ersatzwerkzeuge herstellen, aber zu meinem großen Ärger konnte ich die Handwerkskunst nicht ganz nachahmen. Die benötigten Steinbearbeitungswerkzeuge sind ziemlich speziell und es raubt mir den Schlaf, dass ich nicht alles ersetzen kann, was kaputt geht. Nach meinem Verschwinden haben sich meine Kollegen in Letians Kreuzung bestimmt meine Werkzeuge unter die Nagel gerissen. Luhara wird sicherlich wissen, wo sie sich befinden. Mit meinen alten Werkzeugen könnte ich die Arbeiten, die zur Aufrechterhaltung dieses Ortes notwendig sind, wirklich in den Griff bekommen. Ich spreche mit ihr. Für dich wird das mit Sicherheit eine einfache Angelegenheit sein, Schicksalsbinder. Danke für deine Unterstützung. My voice grows stronger. Sehr schön, der Singvogel ist eine Stufe aufgestiegen. Ein paar Quests abgeschlossen jetzt, ne? Quest abgeschlossen, die Entkommenen. Mal gucken, ob das eine gute Entscheidung war. So, und in der nächsten Folge werden wir den Singvogel leveln. Also, bis zum nächsten Mal bei Tyranny.